Ist stundenlanges Ausdauertraining sinnvoll, um Gewicht zu verlieren? Viele Typ-2-Diabetiker wollen ja etwas abnehmen. Und als gängiges Mittel der Wahl bieten sich dann so Sportarten an, also so Ausdauersportarten wie Joggen, Crosstrainer, Hometrainer oder ähnliches. Ob das Mittel der Wahl ist, um Gewicht zu verlieren, erfährst du in den nächsten Minuten. Hallo, mein Name ist Barbara Seidel und zusammen mit meinem Mann Peter helfen wir Typ-2-Diabetikern aus dem Wirrwarr an Informationen, die es heutzutage zu dem Thema gibt, das Richtige herauszufiltern, um dann tatsächlich an der Ursache von Typ-2-Diabetes, also der Insulinresistenz der Zellen, zu arbeiten und eben nicht nur das Symptom, den hohen Blutzucker zu unterdrücken. Wenn du gerne mehr über unsere Arbeit erfahren willst, dann schau sehr, sehr gerne auf unserer Website www.peterseidel.com vorbei. Mittlerweile ist ja jedem bewusst, dass man, um Gewicht zu verlieren und abzunehmen, mehr Kalorien verbrauchen muss, als dass man zu sich nimmt. Zumindest soweit die Theorie. Dass gerade bei Typ-2-Diabetes aber noch ein paar andere Punkte gibt, die man beachten soll, ist dir, denke ich, wenn du uns schon länger verfolgst, auch klar. Aber um jetzt mal bei der Theorie zu bleiben. Mehr verbrauchen, als man zu sich nimmt, um abzunehmen. Da bietet sich natürlich Ausdauertraining erstmal an. Also was machen wir Abnehmwilligen? Wir schwingen uns auf den Crosstrainer und wenn es gut geht, schaffen wir es circa 30 bis 60 Minuten darauf zu verbringen und das Ganze realistisch betrachtet so 3 bis vielleicht maximal 4 Mal die Woche. Und eine durchschnittliche Person, natürlich jetzt je nach Geschlecht, Größe und Gewicht, verbraucht dabei circa 100 bis, sagen wir mal, maximal 400 Kalorien. Und eine kleine Randinformation für dich. Nein, die Angabe auf dem Kardiogerät in deinem Fitnesscenter zu deinem Kalorienverbrauch ist nicht verlässlich. Also darauf kannst du dich nicht verlassen. Was sie anzeigt, ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt. So, wir gehen jetzt mal von dem besten Fall aus. Du schaffst es, sagen wir mal, 4-mal die Woche 400 zusätzliche Kalorien durch Ausdauertraining zu verbrennen. Das sind dann pro Woche 1600 Kalorien. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schlecht an. So, und dann teilen wir jetzt das Ganze mal durch 7, weil eine Woche hat 7 Tage. Somit haben wir dann pro Tag circa 230 Zusatzkalorien verbrannt, die wir dann entweder mehr essen können oder die uns eben in ein Kalorienminus bringen, sodass wir abnehmen. Vielleicht bist du jetzt schon das erste Mal geschockt, wenn du siehst, wie wenig das dann doch ausmacht. Weil zum Beispiel ein Snickers hat 240 Kalorien. Oder eine Pizza, die man sich ja dann gut mal gönnen kann, weil man hat sich ja bewegt, man hat sich ja den Hintern aufgerissen, kann schnell mal 1500 Kalorien haben. Nur, dass du mal so ein paar Zahlen direkt zum Verhältnis hast. Und wie gesagt, wir sind hier jetzt von dem besten Szenario mit einem Kalorienverbrauch mit 400 Kalorien zusätzlich 4-mal die Woche ausgegangen. Weil jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Problem. Die meisten bewegen sich durch das Ausdauertraining, das sie ja schon so fleißig absolviert haben, die restliche Zeit deutlich weniger als sonst. Also die Alltagsaktivität nimmt ab. Und dadurch gleichen sich die durch Sport mühsam abtrainierten Kalorien sehr schnell wieder aus. Und der andere Punkt ist, dass langes, monotones Ausdauertraining hungrig macht. Also wenn du dir dann unbewusst hier und da mal etwas gönnst oder auch deine Mahlzeiten nur ein bisschen größer ausfallen, ist auch dadurch das Plus an verbrauchten Kalorien schnell wieder dahin. Und was passiert? Frustration und du gibst schnell wieder auf, weil sich einfach nichts tut. Was sollst du also machen? Und auch wenn ich dir damit jetzt das Ohr abkaue, weil du das vielleicht schon mehrere Male gehört hast, zum Abnehmen ist das alles Entscheidende die Ernährung. Außer vielleicht du bist Leistungssportler und trainierst jeden Tag bis zu 2 Stunden, dann ist das natürlich was anderes. Aber um wirklich deinen Kalorienumsatz zu erhöhen, empfiehlt es sich einfach ganz simpel, deinen Alltag aktiver zu gestalten. Zum Beispiel durch mehrere Spaziergänge,
Weil dadurch hast du zum einen nicht mehr Hunger, sondern sogar einen positiven Effekt, und zwar einen dämpfenden Effekt auf das Hungergefühl. Also bevor du dir Gedanken über stundenlanges Ausdauertraining machst und dadurch gar nicht erst ins Handeln kommst, schau erstmal deine Ernährung und deine Alltagsaktivität an. Natürlich spricht nichts gegen Bewegung, gegen Ausdauertraining, gegen Cardiotraining. Nein, aber gerade um abzunehmen, musst du natürlich diese Punkte beachten. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob und welche Sportart du gerne machst. Und wenn du Typ-2-Diabetiker bist und durch einen vollgeplanten Alltag einfach nicht wirklich ins Umsetzen kommst und mal einen kleinen Plan haben willst, was denn jetzt für dich richtig ist, dann kannst du dich sehr, sehr gerne mal bei uns melden unter www.peterseidel.com und in einem unverbindlichen Kennenlerngespräch analysieren wir ganz genau deine Situation und geben dir direkt an die Hand, was schon gut läuft oder wo vielleicht bei dir noch so die Stellschrauben sind, die Punkte, die du verändern musst, damit du deine Ziele endlich erreichst. Würde mich sehr freuen, bald mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf dich und ansonsten bis zum nächsten Mal. Mach's gut, deine Barbara.